2015 ist es und es gibt immer noch Riverboat und immer noch Riverboat, ja. Backstage mit René Kindermann, immer noch Moderator. Mit dir, Luisa. Oh. Ja, immer noch, natürlich, wir freuen uns drauf, wird ein tolles Jahr. Ja? Was, hast du dir irgendwas vorgenommen für 2015? Für 2015? Na, ich bin immer mit diesem Vornehmen mich immer so schlecht, weil man muss es auch einhalten, meine Vornehmen. Aber ich habe immer wieder mal so diesen Wunsch, aber das ist ehrlich so eine Sache, die ist immer wieder da, mal endlich so einen blöden Triathlon zu schaffen, so einen Jedermann-Triathlon. Wir reden über 300 Meter Schwimmen, wir reden über 800 Meter Laufen und wir reden über einen Kilometer Fahrradfahren. Also es ist wirklich so, nicht schmunzeln dabei. Komm ruhig mal rum, guck mal, wie sie schmunzelt. Weil die kann das natürlich, die ist so topfit, die sagt natürlich Jedermann-Triathlon, haha, komm mal mit einem halben Ironman bitte. Ja? Aber also, das ist wirklich, aber sonst nicht wirklich. Und hast du denn schon angefangen zu trainieren? Ja, das in der Tat, das wiederum ist passiert. Der Winter ist ja so mild, dass man in Dresden an der Elbe wunderbar laufen kann. Und das ist in der Tat passiert. So, dann biete ich dir an, falls du das mit dem Training nicht schaffst, ich würde dein Personal Coach werden. Ehrlich? An der Elbe, ja. Oh. Und dann noch ein Gruß an die Zuschauer. Ja. Gerne, also wir sehen uns immer bei Riverboat oder gerne auch bei Sport im Osten und wir sehen uns dann an der Elbe beim Joggen. Ja. Mir wäre es lieber, wenn wir uns im Fernsehen sehen könnten, weil das könnte schwierig werden. Da stehe ich neben Wolfgang Tiefensee. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, ich grüße Sie. Herr Tiefensee, Sie sind ja nach Erfurt gezogen, habe ich gehört. Richtig. Und jetzt mal eine ganz ehrliche Frage, Erfurt oder Leipzig? Und beide Städte sind wunderschön. Auch Berlin ist schön, aber Leipzig ist und bleibt meine Heimatstadt. Gott sei Dank. Aber wie ist es denn in Erfurt, ganz ehrlich? Es ist sehr, sehr schön. Ich bin da ganz, ganz herzlich aufgenommen worden. Das ging los bei den Mitarbeitern im Ministerium. Der Makler hat mich gut behandelt. Und jetzt unlängst war ich in einem Café zum zweiten Mal. Komme ich rein, sagt sie, das Rührei wie das letzte Mal? Das ist doch wunderbar. Schon nach einem Besuch wusste sie, was ich das nächste Mal will. Wie mögen Sie denn Ihr Rührei? Ich möchte es mit so ein bisschen Kräutern. Mhm. Und schön fluschig. Ja, und ansonsten, wie man es so macht. Sie hatten ja vor kurzem Geburtstag. Große Geburtstag. große Geburtstagsfeier oder im kleinen Kreis? Wie war's? Im kleinen Kreis, weil ich will erst im Mai richtig feiern, wenn es schön ist, schönes Wetter, wenn ich mit meinen Kindern und Enkeln auch ein bisschen draußen im Garten sein kann. Und deshalb hat es nur eine ganz kleine Feier gegeben. Meine Lebensgefährtin hat mich überrascht. Ja, am Vorabend entführt in ein Restaurant, ganz heimlich. Ich habe es nicht gewusst und hat mich dort mit Gästen überrascht, die sie eingeladen hatte. Das war schön. Da gab es sicherlich kein Rührei, sondern ein großes Abendessen. Aber die Frage noch, was haben Sie denn zum Geburtstag geschenkt bekommen? Ich habe zum Beispiel von meiner Lebensgefährtin eine kleine Kiste gekriegt. Und in dieser Kiste waren zusammengerollt kleine Zettel. Und ich darf jeden Monat am 1. des Monats aufmachen und dann kriege ich einen Wunsch erfüllt, den sie mir offensichtlich schon von den Lippen abgelesen hat. Ist das nicht schön? Wolfgang Tiefensee mag's romantisch. Oh.